Herr Wix, was sagt die neue Norm dazu? Die neue Norm, die EN 13637, ist eine neue Norm für elektronisch überwachte Flucht- und Rettungswege. Diese neue Norm gibt uns die Möglichkeit, Notausgänge oder Fluchtwege mit einer Zeitverzögerung von maximal 15 Sekunden zu sichern. Das bedeutet erstmal, 15 Sekunden sind lang, ich komme 15 Sekunden nicht aus dem Objekt raus. Nehmen wir aber mal das Beispiel Kindergarten. Im Kindergarten ist es aktuell so, dass der Fluchtweg nicht wirklich mit Zeitverzögerung gesichert ist. Das bedeutet, das Kind kann zur Tür laufen, kann ein aktuelles Fluchtwegterminal drücken, kann sofort das Gebäude verlassen. Denken wir es darüber weiter nach. Das Objekt liegt in einer vielbefahrenen Straße. Das Kind kann direkt auf eine Straße fliehen. Nach der neuen Norm haben wir die Möglichkeit jetzt, die Tür 15 Sekunden weiterhin zu verriegeln, dass der Betreuer eingreifen kann und im Notfall mit dem Kind zusammen das Gebäude verlassen kann, das Kind aber nicht mehr alleine, weil wenn es kein Notfall ist, kann er eingreifen. Welche Lösungen hat Eco Schulte hier? Wir im Hause Eco Schulte haben dafür eine neue Produktreihe, die Reihe der FDIs. Die FDIs gibt es in drei Ausführungen, von Standalone bis voll vernetzt. Mit dieser neuen Produktreihe erfüllen wir einmal die neue Norm, die EN13637, sowie auch die alte Richtlinie, die ELDVTR. Hier zum Beispiel sehen wir unser FDI Basic, was für 80% der Objekte vollkommen ausreichend ist, denn nicht immer wird eine Zeitverzögerung benötigt, nicht immer wird eine Weiterleitung benötigt. Dort wird der einfache Fluchtweg, der kontrolliert über ein Fluchtwegterminal gesteuert werden soll, ausgeführt. Tolle Technik, aber wahrscheinlich schwierig zu montieren. Absolut nicht. Wir haben uns hier Gedanken darüber gemacht und haben einen modularen Aufbau entwickelt. Egal welche Variante, ich habe die gleiche Montageplatte. Diese Montageplatte kann ich dementsprechend vor Ort einbauen, die ganzen Anschlüsse machen, die ganzen Aderklemmen sind die gleiche und kann dann vor Ort dementsprechend die Frontrechner aufstecken, wenn der Maler fertig ist oder ähnliches. Hier habe ich zum Beispiel eine andere Variante, die mit der Co-Tastatur, jetzt nicht erschrecken, es wird einmal ein Alarm losgehen aufgrund des Sabotagekontaktes. Diesen kann ich dementsprechend dann quittieren. Über die Code-Tastatur, dieser komplett frei programmierbar, da habe ich jetzt die andere Variante drauf. Das heißt, ich kann auch vorher das Produkt parametrieren und einstellen und habe gar keinen großen Aufwand auf der Baustelle. Die Verarbeiter werden es lieben. Das glaube ich auch. Danke für die Erklärung. Thank you.